Genau, deshalb ich finde es ganz wichtig, dass man junge Leute schon an die Universität bringt und ihnen zeigt, was hier bei uns läuft. Was ich toll finde, ist, dass die Burschen richtig Begeisterung gezeigt haben. Ich durfte sie jetzt diese 3 Tage begleiten und das war ein erbauendes Erlebnis, das Funkeln in den Augen zu spüren. Mein Messauto beim Porsche, das war auch toll. Ich habe auch viel dazu gelernt. Ich finde, das ist eine gute Sache, um hier wirklich die besten Leute zu uns an die Universität zu bringen. Genau deshalb bin ich allein. Weil ich andere gerne unterstütze. Weil ich meine Gedanken und meine Erfahrungen weitergeben möchte. Junge Menschen zu empowern. Und nicht zuletzt, um einfach da zu sein und der Sache mein Gesicht und meine Stimme zu leihen. Wir schreiben das Jahr 2020. Die Corona-Pandemie stellt eine große Herausforderung für alle dar. Auch für unsere motivierten Studierenden. Trotz allem arbeiten sie unter den veränderten Bedingungen weiter. Guten Morgen. Hallo. Womit fangen wir an? Beste Vorlesung ever. Sehr verständlich und nicht zu trocken, was aber auch schwer ist mit Star Trek-Uniformen. Die Studierenden haben gemerkt, dass wir viel eine Kacke haben und dann ist auch viel zurückgekommen. Im Distance Learning sieht man dann, was man alles optimieren kann. Und das machen wir auch. Ich habe das Gefühl gekriegt, dass wir ein Wir haben. Wir sind TU. Vieles ist völlige Zukunftsmusik, anderes könnte unser Leben verändern. Das ist die luftgetriebene Herzkatheterpumpe. Man hat es aber nie geschafft, dieses 2D-Material auch wirklich herzustellen. Das würde mit diesem Bleistift gehen? Ja. Wir sollten schauen, glaube ich, dass die Dinge richtig zu tun, aber auch die richtigen Dinge zu tun. Es ist eine Premiere, das ist das erste TU-Forum live im Internet.